Ich, Moritz August Beniowski, polnischer Rebell ungarischer Herkunft, wurde im Jahre 1769 mit 5 anderen Gefährten nach Kamtschatka verbannt, einer Halbinsel an der Ostküste Sibiriens. Dort setzte ich mich an die Spitze einer Verschwörung. Im Handstreich eroberten wir die örtliche Festung, töteten den Kommandanten Nilow und bemächtigten uns der Galiote St. Peter und Paul, um über den stillen Ozean zu entkommen. Zwar kamen mir auf unserer Schiffsreise meine seemännischen Erfahrungen zugute, doch konnte ich nicht verhindern, dass es durch Hunger und Durst zu Meutereien an Bord kam. Anstifter des Aufruhrs war mein alter Widersacher Stefanow, der schon auf Kamtschatka durch seine Eifersucht böse Zwischenfälle heraufbeschworen hatte. Ich ließ ihn in Ketten legen. Wenn der Wind weiterhin so günstig bleibt, Baron Beniowski, dann werden wir Macau schon in 3 Tagen anlaufen. Moritz. Es ist doch nicht notwendig, dass die portugiesischen Kolonialbehörden von unseren Streitereien erfahren. Sollen wir die Stefano aus dem Arrest entlassen? Wir vertrauen darauf, dass du dich in Zukunft so aufführst, wie man es von einem russischen Offizier erwarten kann. Ich verspreche es. Am 22. September 1771 erreichte die Peter und Paul die chinesische Küste und fuhr in den Hafen von Macau ein. Meiner Bitte um eine Audienz beim portugiesischen Gouverneur de Saldanha wurde rasch entsprochen. Meine Herren, ich heiße Sie in der portugiesischen Kolonie Macau willkommen. Man hat mir von Ihren Erlebnissen berichtet. Ich persönlich habe zu Ihnen volles Vertrauen. Aber ich bitte Sie, mich nicht misszuverstehen. An der chinesischen Küste wimmelt es nur so von Schmugglern und gefährlichen Piraten. Exzellenz, ich habe während unserer Reise Aufzeichnungen gemacht, die unsere Flucht aus Kamtschatka beweisen. Aufzeichnungen über den Seeweg? Ja. Oh, das wird meine Dominikaner-Patres interessieren. Ich habe sogar Urkunden der russischen Regierung aus Kamtschatka mitgebracht. Sie ergänzen meine persönlichen Aufzeichnungen, die ganz genaue Angaben über geografische und klimatische Beobachtungen enthalten. Interessant. Sie besitzen also schriftliche Reiseberichte. Sie werden die Forschungsgeschichte Sibiriens und des Stillen Ozeans bereichern. Ich werde diese Berichte von meinen Dominikanern prüfen lassen. Aber nur in meinem Beisein. Selbstverständlich. Aber es dürfte zweckmäßig sein, wenn Sie Ihr Schiff inzwischen dem Gouvernement in Verwahrung geben. Aber... Ich bitte, dies als eine Maßnahme der Regierung zu verstehen, bis Sie Ihre Eigentumsrechte geklärt haben. Reine Formsache. Gut. Ich stimme der Verwahrung zu. Chrustjev, ein Angebot der holländisch-ostindischen Kompanie. 30.000 Gulden für meine Aufzeichnung. Wirst du annehmen? Nein. Aber wir brauchen doch das Geld für die Überfahrt. Allmählich wird mir klar, was meine Aufzeichnungen wert sind. Bitte. Dort ist Baron Beniowski. Moritz, darf ich dir Mr. Jackson vorstellen? Sehr erfreut. Meine Gesellschaft
die Englisch-Ostindische Kompanie, ist an Ihren Aufzeichnungen interessiert. Sie bietet Ihnen 10.000 Pfund Sterling. 10.000 Pfund? Stell dir vor. Halt den Mund, was verstehst du denn davon? Erstens, Sie zahlen mir ein Gehalt von 4.000 Pfund jährlich. Zweitens, jeder meiner Offiziere erhält jährlich 1.000 Pfund. Alle übrigen Gefährten 50 Pfund. Drittens, Ihre Gesellschaft muss mich finanziell unterstützen, damit ich Kolonien auf Formosa gründen kann. So weit reichen meine Vollmachten nicht. Nun, bitte überlegen Sie sich mein Angebot. 10.000 Pfund. Ich reite der Teufel! Sie werden eines Tages froh sein, ein paar Rubel dafür zu bekommen. Ach, ich verstehe. Gut, sehr gut. Ihr habt das Gefühl, Eigentumsrechte an meinen Aufzeichnungen zu haben. Hier, bedient euch. Greift zu. Soll jeder sein Glück auf eigene Faust versuchen? Dann bin ich die Verantwortung wenigstens los. Du darfst sie nicht im Stich lassen. Ich bin alt und krank und werde hier sterben. Ach, du wirst nicht sterben, verdammt nochmal. Geh in dein Bett. Ich gehe ja schon. Nero. Sie sollten sich ein Denkmal bauen lassen. Benjowski, dem großen Entdecker des stillen Ozeans. Schweigen Sie! Sie haben ja nur Ihre Karriere in der Ostindischen Kompanie im Kopf. Ja. Herr Stefanow, kommen Sie. Ganz im Ernst, Moritz. Wo soll das Geld für die Passage herkommen? Wir verkaufen das Schiff. Die Peter und Paul? Ja. Die Peter und Paul ist Staatseigentum. Also wenn hier jemand darüber verfügen kann, bin ich's. Sie haben sich unter mein Kommando gestellt. Freiwillig. Ja, aber nur für die Fahrt. Wir lassen uns Ihre despotische Art nicht mehr gefallen. Kommt! Mr. Jackson. Ah, meine Herren. Gilt Ihr Angebot noch? Selbstverständlich. Gut. Gnädiger Herr. Guten Tag. Das Spiel ist verloren, Alexei. Warte ab. Baron Benjowski? Ja? Ein Geschenk vom Gouverneur. Sagen Sie Exzellenz Saldanha meinen Dank. Ein Geschenk vom Gouverneur. Ist was mit der Flasche? Denkst du etwa an Gift? An Gift? Nein. Baron Benjowski, ich habe Sie hier bitten lassen, um einen Streit zu schlichten. Nehmen Sie bitte Platz. Kennen Sie diese Tasche, Baron? Ja, sie gehört mir. Was befand sich in der Tasche? Meine Aufzeichnung. Handelt es sich um diese Papiere? Nein, der Pole lügt. Glauben Sie dem Polen kein Wort. Schweigen Sie. Mr. Jackson, bitte. Die beiden Halunken haben mir ein Konvolut Papiere angedreht. Sie behaupten steif und fest, es wären ihre eigenen Aufzeichnungen. Aber es ist wertloses Zeug, Makulatur. Das sind verdammte Betrüger. Das sind schwerwiegende Beschuldigungen, Mr. Jackson. Was sagen Sie, Baron? Mr. Jackson hat recht. Was? Das sind wertlose Manuskripte. Ich habe sie bei einem Trödler besorgt. Der Wein nämlich, der mir von Ihrer Exzellenz zum Geschenk gemacht wurde. Von mir? Angeblich.
Dieser Wein enthielt ein Schlafmittel. Auf diese Weise glaubte man nachts, leichter meine Aufzeichnungen stehlen zu können. Hier der Beweis. Mr. Jackson, was haben Sie den beiden Angeklagten bezahlt? 1000 Pfund. Ist das richtig? Ja. Die Angeklagten werden diesen Betrag zurückzahlen. Außerdem erhält jeder der Angeklagten 3 Monate Arrest wegen Betruges. Erlauben Sie mir einen Vorschlag zu machen, Exzellenz? Ja. Geben Sie ihnen 4 Monate, aber lassen Sie ihnen das Geld. Warum sollte ich das? Mr. Jackson wusste, dass die Aufzeichnungen mir gehören. Er ist der Hehler. Und was die Angeklagten angeht, Sie haben mir einmal sehr nahe gestanden. Lassen Sie ihnen das Geld. Nur damit können Sie sich nach Ihrer Entlassung weiterhelfen. Gut. Ich habe Unrecht an Ihnen gehandelt. Verzeihen Sie mir? Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Ostindischen Kompanie. Darf ich mich jetzt zurückziehen, Exzellenz? Einen Augenblick. Ihre Eigentumsrechte an der Fregatte Peter und Paul sind geklärt. Das Schiff gehört Ihnen. Am 14. Januar 1772 verließen wir Macau. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Peter und Paul hatte ich für meine Gefährten die Passage auf der französischen Fregatte Dauphin bezahlt. Am 18. Juli 1772 betraten wir im Hafen von Lorient zum ersten Mal wieder europäischen Boden. Ich richtete eine Denkschrift wegen der Kolonisierung Formosas an König Ludwig XV. Von Frankreich. Die Ankunft in Paris war für meine Gefährten, die französische Hauptstadt bisher nicht kannten, ein großes Erlebnis. Sie staunten über alles, was sie sahen. Die prächtigen Roben der Straßenpassanten, den überquellenden Luxus in den Kaufläden, die exklusiven Feinheiten der französischen Küche. Aber auch wir erregten nicht geringes Aufsehen, wo immer wir in unserer abgerissenen Kleidung auftauchten. Wir brauchen Unterkunft, Patron. Von woher kommen wir her? Von Kamtschatka. Eine Halbinsel an der Ostküste Sibiriens. Ich habe auch schon mal was von Sibirien gehört. Sibirien? Nein. Tut mir leid, meine Herren, kein einziges Zimmer frei. Haben Sie gesehen, Martins? Da vorne gibt es ein neues Geschäft für Brustschutz. Beherbergen Sie einen Baron Benjowski? Nein. Doch. Exzellent. Das bin ich. Merkwürdige Leute, nicht wahr? Draußen wartet ein Kurierwagen seiner Majestät. Der erste Minister, Herzog de Guillon, will Sie empfangen, Baron. Eine Audienz beim Herzog de Guillon? Sind diese Leute so berühmt? Die ganze Stadt spricht von Ihnen. Ihre Hoheit lassen bitten, Baron Benjowski. Ich habe Ihre Denkschrift studiert, Baron Benjowski. Ja, bitte, bitte. Mein lieber Baron, warum wollen Sie denn ausgerechnet auf Formosa eine Kolonie gründen? Weil ich die Insel sehr genau kenne. Ich habe dort, nun sagen wir, verwandtschaftliche Beziehungen. Das angenehme Klima, die reichhaltigen Bodenschätze. Formosa liegt zu weit entfernt von Frankreichs Interessenssphäre. Aber es ist schon richtig, durch Tauschhandel mit den Eingeborenen müssten wir der französischen Krone Einnahmen beschaffen, die sie dringender braucht als je. Hier zum Beispiel, bitte kommen Sie, hier auf Madagaskar. Bisher ist es zwar noch keinem Franzosen gelungen, sich auf der Insel festzusetzen, jedenfalls nicht für längere Zeit. Aber Sie,
Baron Benjowski, Sie haben auf Ihren unfreiwilligen Reisen so viel Mut, Entschlossenheit, Einfühlungsvermögen bewiesen. Würden Sie sich zutrauen, Madagaskar für Frankreich zu kolonisieren? Und zwar nach denselben Gesichtspunkten, die Sie für Formosa entwickelt haben. Der Vorschlag kommt etwas überraschend, Hoheit. Bitte. Lassen Sie sich nur Zeit mit der Beantwortung. Sie beziehen ein Zimmer im Schloss. Unser Kolonialarchiv steht Ihnen zur Verfügung, voll und ganz, bitte. Ich würde sofort auf Ihren Vorschlag eingehen, Hoheit. Was kann ich noch für Sie tun? Ich bin seit 4 Jahren von zu Hause fort. Ich war erst kurz verheiratet. Wo lebt Ihre Gattin? In Zips. Eine Grafschaft in der Hohen Tatra. Mhm. Die Regierung Ihrer allerchristlichsten Majestät wird es sich zum Vergnügen anrechnen, Ihre Gattin herreisen zu lassen. Mit Sonderkurier. Wirklich fahren? Ja. Ich habe dich gewarnt. 3 Tage wollte der polnische Abenteurer fernbleiben. 4 Jahre sind es geworden. Es war nicht seine Schuld, dass er nach Sibirien verbannt wurde. Er hatte seinen polnischen Freunden ein Eid geleistet. Er hätte voraussehen können, dass der polnische Aufstand mit einem schrecklichen Debakel endigen wird. Vielleicht hat er es vorausgesehen, aber er fühlte sich an sein Versprechen gebunden. Das spricht doch für seine Ehrenhaftigkeit und Treue. Adieu, reist mit Gott. Vater. Meine Frau, die hat eine Katze. Nein, danke mir nicht. Ist dir nicht gut? Ja, müde. Noch einen Krug Wein, die Herren? Nein, danke. Wie Sie wollen. Es mangelt dem Herrn an Geld, dem kann abgeholfen werden. Da. Danke, wir brauchen ihr Geld nicht. Sei nicht dumm, die haben den Überfluss. Sie sind Russen, nicht wahr? Sie haben Skrupel, sich an fremdem Eigentum zu bereichern. Nehmen Sie sich Ihre Zaren zum Vorbild. Die hat Polen kassiert. Von Ihnen lasse ich die allergnädigste Zare nicht beleidigen. Oh. Ich muss doch sehr bitten. Nicht nur, dass Sie mir seit 3 Wochen die Miete schuldig sind, jetzt verderben Sie mir noch das Geschäft. Aber das sage ich Ihnen. Patron, beruhigen Sie sich. Und servieren Sie an diesem Tisch Champagner. Den besten, den Sie haben. Sehr wohl. Champagner! Darf ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen? Ich kenne Sie. Ich weiß, was für ein abenteuerliches Schicksal Sie nach Paris führt. Umso mehr freut es mich, wie tapfer Sie für Ihre Zarin eingetreten sind. Wir sind Russen, mein Herr, und der Russe liebt sein Vaterland über alles. Auf die Zarin, Katharina.
Besuchen Sie mich einmal. Gerne, aber wo? Am Quai d'Orfèvre, in der russischen Gesandtschaft. Fragen Sie nach dem Gesandten Ihrer Majestät der Zarin, Graf Kotinski. Nun, Baron, kann ich seiner Majestät Ihre Zusage melden? Lassen Sie mir noch eine Woche Zeit, Hoheit. Übrigens, Sie werden Oberst und Regimentskommandeur im Dienst Ihrer allerchristlichsten Majestät, Ludwigs des 15. Gratuliere. Eine Frage, Hoheit. Ja? Bitte? Ich höre die widersprüchlichsten Gerüchte über das Schicksal Polens. Der polnische Erteilungsvertrag, ja, der wird in diesen Tagen in St. Petersburg unterschrieben. Also ist es wahr. Wofür habe ich gekämpft? Für ein freies Polen. Wissen Sie, warum ich nach Sibirien verbannt worden bin? Weil ich Graf Panin, dem russischen Außenminister, gegenüber abgestritten habe, dass die polnischen Rebellen von französischen Geldern unterstützt werden. Hoheit, hat es französische Subsidien für die Konföderation von Bar gegeben? Selbstverständlich. Der alte Fuchs Panin hätte Sie dazu wirklich nicht als Zeugen gebraucht. Und nun ist die französische Krone es zu, dass das freie Polen zum Spielball von Machtinteressen missbraucht wird? Die drei Majestäten von Russland, Preußen und Österreich haben sich geeinigt. Das ist Politik, mein Lieber. Wenn ich all das höre, habe ich das Gefühl, ich wäre besser auf Formosa geblieben. Ach, richten Sie Ihren Blick in die Zukunft, Baron. Betrachten Sie Madagaskar als Ihre neue Heimat. Werden Sie Ihr eigener Monarch. Wir werden Kaffeeplantagen anlegen, Pfeffer anbauen und in riesigen Mengen nach Europa verschiffen. Bitte. Na, glaubt mir, es wird sich für jeden von euch lohnen. Hör mal zu, Moritz. Alexei, was tun wir? Anna! Wer ist denn das? Ein Sohn. Guten Tag. Du bist aber groß. Wie alt bist du denn? 4 Jahre. 4 Jahre? Sind Sie der Papa? Ich hoffe doch. Was sagt ihr zu meinem Sohn? Und das ist Anna, meine Frau. Das sind die Männer, die mein Schicksal geteilt haben. Dann wirst du ja wieder auf Jahre fort sein. Nein. Diesmal bleiben wir zusammen. Nach Madagaskar? Ich? Warum nicht? Und er? Moritz? Der kommt natürlich mit. Wir werden Baumwollfelder anlegen. Und du? Du unterrichtest die eingeborenen Frauen im Nähen. Ja, wir gründen eine riesige Kleiderproduktion und überschwemmen ganz Europa mit Kleidern à la Anna Benjowski. Du bist ein Träumer. Guten Morgen, Herr Baron. Verzeihen Sie, Oberst. Sie werben freiwillig an. Ich habe großes Interesse, in die Kolonien zu gehen. Wer sind Sie? Ich heiße Jean de Bois-Préaux, ehemaliger Leutnant im Regiment Royal Normandie. Abgedankt? Nein. Aus der Armee ausgestoßen. Wegen eines Lettre de Cachet, den mein Vater gegen mich erwirkte. Gut, ich war leichtsinnig. Ich habe Schulden gemacht. Ich hatte Weiberaffären. Der Lettre de Cachet bedroht mich überall in Frankreich mit Verhaftung. Ich rechne auf Ihr Mitgefühl, Oberst. Glauben Sie, dass es keine üblen Folgen hat?
wenn Ihr Name auf meiner Offiziersliste auftaucht? Ich will nicht als Offizier in die Kolonien. Außerdem werde ich einen anderen Namen annehmen. Was halten Sie von Dupont? Dupont? Na gut. Melden Sie sich in einer Woche im Hafen von Lorient. Sergeant Dupont. Lass dir von Meda nichts anreden. Er will mich nur in Paris zurücklassen. Wir trennen uns nicht. Versuche ein bisschen zu schlafen. Du willst mich zum Stabsarzt in deinem Freiwilligenkorps machen. Also, entweder gilt dir mein ärztlicher Rat etwas oder nicht. Wenn nicht, dann musst du auf mich verzichten. Das ist Erpressung. Warum kann Windblatt nicht als Kommandeur des nächsten Freiwilligentransports nachkommen? Ein guter Gedanke. Moritz, ich gratuliere dir zu deiner vernünftigen Frau. Gut. Aber es wird nicht leicht sein, ihm das klarzumachen. Tja, wohl nach Russland zurück. Nach Russland zurück? Nenn es, wie du willst. Heimweh oder Vaterlandsliebe. Moritz, wir haben uns hier nicht sehr wohl gefühlt. Darum sollt ihr mit mir nach Madagaskar! Der russische Gesandte hat an die Zarin geschrieben. Auf unsere Bitte hin. Na und? Hier ist die Antwort. Wir sehen, dass der Russe sein Russland liebt. Und vor Ihrer Hoffnung auf meine Gnade kann mein Herz nicht unempfindlich bleiben. Katharina. Du wirst neue Freunde finden, bestimmt. Meda bleibt bei dir. Nach Russland zurück. In die Heimat. Ich kann euch verstehen. Schließlich habe ich meine Familie hier wiedergefunden. Leb wohl, Piotr. Alexei. Am 22. April 1773 stieß unsere Fregatte Marquise de Marbonneuf in See und nahm Kurs nach Süden. Unsere fünfmonatige Seereise fand am 22. September 1773 ihr vorläufiges Ende. Wir hatten die Insel Mauritius erreicht, eine ehemalige holländische Kolonie im Indischen Ozean. Sie war im Jahre 1715 in französischen Besitz übergegangen und wurde nun Île-de-France genannt. Nach den Instruktionen, die ich in Frankreich bekommen hatte, sollte ich auf der Île-de-France Freiwillige für mein Madagaskar-Unternehmen anwerben. Da sich der Gouverneur, Herr de Ternay, mit Krankheit entschuldigen ließ und mir eine Audienz versagte, blieb mir nichts anderes übrig, als auf eigene Faust mit der Anwerbung und Ausbildung zu beginnen. Name! Bouvier, Jean-Jacques. Erlernter Beruf? Ich bin Schiffszimmermann. Bravo. Wann und wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Auf der Werft vor 8 Jahren. Und seitdem? Massenzelle. Warum waren Sie im Gefängnis? Ich habe meinen Werftbesitzer nur daran erinnert, dass die Lohnzahlung fällig war und ich bin wohl etwas unsanft gewesen. Plötzlich war er tot.
Aber es war nicht meine Absicht, ihn zu töten. Ich wollte nur mein schwer verdientes Geld. Schon gut. Angenommen. Dupont? Angenommen? Ein Totschläger? Zimmerleute brauchen wir. Außerdem haben wir die Absicht, den Sold pünktlich auszuzahlen. Das geht nicht gut. Bin ich auf See nicht mit solchen Burschen fertig geworden? Der Nächste! Name? Tod. Erlernter Beruf? Nichts. Gib! Achtung! Gewehr! Schultern! Linie formieren auf Distanz. Ausrichten, ausrichten, ausrichten. Augen gerade! Aus! Präsentiert das Speer! Lassen Sie Peloton schießen. Rechts, 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 rechts. Herr Oberst? Exzellenz Detané möchte Sie sprechen. Ach, endlich. Gewehr, Schultern! Gewehr, ab! Verehrter Baron, ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mir Ihre Pläne recht freimütig vorgetragen. Aufschließen! Was nun die königliche Order vom 30. September... vom 30. September 1772 betrifft, so steht mir selbstverständlich keine Kritik zu, obgleich in diesem besonderen Falle, ich zitiere, der Sklavenhandel ist streng verboten und auch jeder private Tauschhandel mit den Eingeborenen von Madagaskar. Ich möchte annehmen, das Schriftstück stammt von einem subalternen Beamten, der die Verhältnisse im Indischen Ozean nicht kennt. Für mich ist es eine königliche Order. Feuer! Leg an! Feuer! Zweites Peloton! Drittes Glied, laden! Freiwilliger Gauquier, wie können Sie aus der Reihe treten? Mir langt diese dämliche Exerziererei. Immer dasselbe. Sie können nicht beurteilen, ob etwas Sinn hat oder nicht. Treten Sie sofort ins Glied zurück. Sonst melde ich Sie dem Oberst. Chevalier de Tarnay, ich kenne die Mittel, den Willen des Königs durchzusetzen. Ich brauche lediglich genügend Nachschub von der Ile-de-France, um die ersten 6 Monate zu überstehen. Damit wenden Sie sich an den Intendanten Meillard. Es müsste doch genügen, ihm die notwendigen Instruktionen zu geben. Sie sind Ungar, lieber Baron, und haben keine Vorstellung von den Eigentümlichkeiten der französischen Verwaltung. Der Intendant ist mir als oberster Verwaltungsbeamter nicht unterstellt, sondern beigeordnet. Ich werde deine hübsche Larve aufpolieren. Dupont! Couvée! Sind Sie übergeschnappt? Herr Oberst, dieser Lackaffe hat mich bis aufs Blut gereizt. Erstens ist das kein Lackaffe, sondern ein Mann, dessen militärischen Eigenschaften ich schätze. Zweitens ist Pelotonschießen keine Schinderei, sondern eine wichtige Übung für den Ernstfall. Und drittens werden Sie sich bei einer weiteren Disziplinlosigkeit im Arrest wiederfinden. Verstanden? Zu Befehl, Herr Oberst. Sergeant Dupont, zu Befehl. Weitermachen. Geht! Achtung! Bitte, meine Herrschaft. Selbstverständlich werden wir Ihr Unternehmen nach Kräften unterstützen. Was benötigen Sie? Wir brauchen 2 Schiffe von 120 Tonnen. Waren im Werte von 200.000 Livres. Kanonen, Munition, Gerätschaften und Material zum Bau von Holzhäusern. 2 Baracken für Hospital und Magazin. 1 Baracke für die Freiwilligen und für meine Frau und für mich.
ein Haus. Das ist unmöglich, lieber Baron. Aber es ist mir von der französischen Regierung zugesichert worden. Die Regierung Frankreich sitzt in Paris. Lieber Baron, bereits seit Jahrzehnten hat Frankreich immer wieder Versuche gemacht, das Land zu erobern. Es ist nie gelungen. Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass Sie mit Ihren undisziplinierten Legionären mehr erreichen? Verzeihen Sie, wenn ich die Dinge beim Namen nenne. Intendant Meillard, die Disziplin meiner Truppe überlassen Sie am besten mir. Sorgen Sie lieber dafür, dass der Sold pünktlich gezahlt wird. Die Beamten mischen sich in alles ein. Aber bei mir wird Ihnen das nicht gelingen. Bei mir nicht. Moritz. Moritz, warum fahren wir nicht zurück nach Europa? Ich bin mein Leben lang unfreiwillig in der Welt herumgestoßen worden. Ich möchte endlich etwas aus freien Stücken tun. Auf unserem Gut in Zips könnten wir doch glücklich und zufrieden leben. Anna. Bist du der Meinung, dass ich aufgeben sollte? Nein, natürlich nicht. Du hast noch immer deinen Willen durchgesetzt. Ja. Die dauernden Reibereien mit der französischen Verwaltung hatten mich zermürbt. So war ich froh, als ich meinen Freiwilligenkorps am 2. Februar 1774 auf dem Paketboot Le Postillon einschiffen konnte. Unser Ziel war die Baie d'Antongile, eine Bucht an der nördlichen Ostküste Madagaskars. Kommandant unseres Schiffes war Kapitän Felice, seinem Äußeren nach zu urteilen ein ruhiger und solider Mann. Als Vorratsschreiber war mir von Intendant Meillard ein Herr Senot beigeordnet worden, der mir wenig Eignung für die vor uns liegenden Aufgaben zu haben schien. 18 Fässer, 16 Kisten. Ihr glaubt nicht, wie wichtig gutes Trinkwasser ist. Komm, hier. Probier mal. Los. Nicht übel, aber lieber wäre mir ein Calvados. Hier, Corrie, probier du mal. Nein, nicht. So, du alter Säufer, und zeig mal, ob du es begriffen hast. Gut, so muss es sein. Sehr gut. So geht das morgens. Wir brauchen neue Filtriersteine. Nein. Kapitän, wir brauchen neue Filtriersteine. Filtriersteine? Dort drüben, in der Kiste. Senot wird sie Ihnen geben. Oberst, verzeihen Sie, Ihre Leute sollten etwas sparsamer sein. Es ist die vorletzte Kiste. Senot! Ich höre, wir haben nur noch eine Kiste mit Filtrierstein hier an Bord. Stimmt, Herr Oberst. Intendant Maillard bestand darauf, einen großen Teil auf der Île-de-France zu behalten. Ich habe doch befohlen, ein Dutzend Kisten zu verladen. Ja, in Zweifelsfällen muss ich mich an die Anweisung von Intendant Maillard halten. Das ist eine Frechheit! Entschuldigen Sie. Was haben Sie denn? Eine kleine Schwäche. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Meda! Ja? Komm! Ich glaube, der Kerl simuliert. Eine typische Kreatur Meillards. Wenn man ihn anpustet, klappt er zusammen. Was hat sie denn? Bramini Larison. Bramini Larison. Susanna ist etwas seltsam. Bramini. Larison. Ramini. Schon gut, schon gut. Ich muss
verrückt sein, Moritz. Nein, die ist nicht verrückt. Die ist lieb. Schon gut, Junge. Schon gut. Du kannst gehen, Susanne. Sie stammt von Madagaskar. Vor mehr als 50 Jahren wurde sie mit anderen Stammesangehörigen nach der Île-de-France verschleppt, als Sklavin. Hey, Pierre, Emile! Wir müssen ihn isolieren, Frau Schiff. Ja. Meda, trink eine Tasse Tee mit uns. Danke. Ich habe es ja nur untersucht. Und? Wenn mich nicht alles täuscht, hat er das gelbe Fieber. Was sagen Sie da? Am 14. Februar 1774 liefen wir in die Bay d'Antonville ein. Zu Ehren des Königs von Frankreich taufte ich den neuen Stützpunkt Louisbourg. Da Regenzeit herrschte, konnte jederzeit ein Monsun losbrechen. Deshalb war es wichtig, so rasch wie möglich ein Dach über dem Kopf zu haben, Gerätschaften und Proviant vor Nässe zu schützen. Das Geviert, das ich für unser Lager ausgesucht hatte, war trocken. Allerdings lag daneben ein riesiger Sumpf. Es würde unsere dringendste Aufgabe sein, ihn so rasch wie möglich auszutrocknen. Ach, schon irgendwas Verdächtiges bemerkt? Schafft die Wasserfässer in den Schatten! Ab! Freiwilligenkorps einsatzbereit. Lassen Sie die Munition an der Ost- und Westseite starten. Jawohl, Herr Oberst. Moritz! Moritz! Sind die Sandsäcke alle von Bord? Jawohl! Die dritte Gruppe wird den Dach an der Südseite! Wer hat Befehl gegeben, den Kranken an Land zu bringen? Kapitän Felice. Der Mann kommt sofort an Bord zurück. Nein. Leute, die vor. Holen Sie Kapitän Felice her. Notfalls mit Waffengewalt. Was ist? Was sind das für scheußliche Tiere? Das sind Lemuren. Eine Art von Halbaffen. Angeblich gibt es sie nur auf Madagaskar. Sie sind harmlos. Verzeih mir. Das ist nur der Sumpf und die Hitze, das Fieber. Ich habe mir Madagaskar wirklich freundlicher vorgestellt. Bereust du schon, dass du mit mir gefahren bist? Kapitän Felice. Oberst, wieso lassen Sie den schwerkranken Mann an Land schaffen? Ich dachte, das sei in Ihrem Sinn. In meinem Sinn? Wollen Sie, dass wir uns alle anstecken? Der Mann wird zurückgeschafft, sofort. Außerdem brauche ich Ihre Matrosen. Wir müssen Gräben ziehen. Wir müssen den Sumpf trockenlegen. Ich kann keinen Mann entbehren. Warum geht die Ausladung nicht weiter? Wir sind fertig. Die paar Säcke und Kisten? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Der Rest der Ladung ist nicht für Sie bestimmt. Ach. Für wen denn? Für andere Handelsstützpunkte an der Ostküste. Ich habe Auftrag, sofort nach Full Point weiterzusegeln. Ausgeschlossen, Sie bleiben hier. Sie stehen unter meinem Befehl. Meine Order vom Gouverneur. Das Schiff bleibt hier. Das ist ein Befehl des Königs. Alarm! Alarm! Eingeborene! Sie kommen den Fluss herunter von überall! Alarm! 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 Der Dolmetscher soll zu Ihnen rübergehen. Kanonen, der bringt meine Frau und das Kind in Sicherheit. Kein Schuss fällt ohne mein Kommando. Los, vorwärts! Kanonen, setzen!
anderen haben sich in den Wald zurückgezogen. Wir sind Freunde. Wir haben friedliche Absichten. Kommen Sie herüber. Dianifa, Valareu. Im Auftrag des Königs von Frankreich soll ich hier eine Niederlassung gründen, um euch gegen eure Feinde zu verteidigen. Außerdem werde ich ein ständiges Warenlager einrichten, wo ihr Stoffe, Branntwein, Pulver, Kugeln, Flintensteine eintauschen könnt gegen Erzeugnisse aus eurem eigenen Land. Voraussetzung ist, dass jeder private Tauschhandel unterbleibt. Sklavenhandel ist von heute an verboten. Arakni, Hafatani, Pansakani, Franza. Diatukuni, Nanganatubi, Etuau. Diaruanareu, Amni, Fahubalanareu. Anguakisani, Diahitana. Herr Oberst! Haritzeten, Hafa. Amni, Bukatschen, Kanjeki. Die Postillon hat die Segel gesetzt und die Anker gelichtet. Was? Was sagen Sie? Sehen Sie selbst. Kapitän Felice fährt weg. Das ist nicht wahr. Ruhe! Sie bewilligen dir alles. Du musst nur ein feierliches Gelübde ablegen, dass du sie als Freunde und nicht als Untertanen betrachtest. Und dass du keine Festungen mehr bauen lässt. Trinken Sie. Nicht auf das Schiff zurück. Das Schiff ist weg. Na, doch. Es ist unterwegs nach Full Point. Dieser Schuft. Dieser gemeine Kerl. Kapitän Felice? Er denkt nur an seinen Auftrag. Und mich lässt er hier verrecken. Was denn für ein Auftrag? Geben Sie mir doch zu trinken. Nicht, bevor Sie gesprochen haben. Wie es so seine Waren gegen Sklaven eintauscht. Und den Häuptling Jaffi aufhielt gegen die Kolonie von Beljowski. Hameda! Bitte kommen Sie! Schnell! Ich wusste nicht, dass mein Sohn am gelben Fieber erkrankt war. Ich befand mich mit einem Kommando ausgesuchter Freiwilliger bereits mitten im Dschungel. Für Louis Bourg war wegen des Abkommens mit den Häuptlingen kein Angriff zu befürchten. Ich hatte den Stützpunkt unter dem Kommando von Dupont, den ich inzwischen zum Leutnant befördert hatte, zurückgelassen.
Unser Marsch durch den Dschungel nach Fouillepointe, einem Küstenort weiter südlich, hatte den Zweck, den Sklavenhandel des Kapitäns Felice zu unterbinden und den Häuptling Hiavi auf unsere Seite zu ziehen. Einer, der ungern aufgibt, aber hier ist ein Durchkommen unmöglich. Dahin, nu anilas, fasam, hanan, ezan etzik, rehet. Ruh dich aus. Ich will mich um die Kranken kümmern. Dabei wirst du dich nur anstecken. Ist das jetzt noch wichtig? 5 Tote und 11 Kranke. Ich habe alle Arzneien verteilt. Jetzt kann nur der liebe Gott oder ein Wunder helfen. Hey, Corby! Was tun eure Medizinmänner eigentlich gegen das gelbe Fieber? Sumpf ist schlecht. Berge, gute Luft. Ja, der Sumpf hätte ausgetrocknet werden müssen. Woher soll ich denn die Arbeitskräfte nehmen? Die paar Leute vom Wachdienst sind bis zum Umfallen erschöpft. Cuvier! Herr Oberst. Nimm dir 2 Leute und erkunde einen Weg in das Gebirge. Aber doch nicht jetzt. Ja, jetzt! Zu Befehl, Herr Oberst. Guillaume Baptiste, ihr kommt mit. Ah!
Ostfangur. Kiri Anarieo. Hey, Kapitän. Wir nehmen diesmal nur junge Männer aus den Bergen. Du wola, ja, nu leid. Umberko Butakel, Huanadimi. Tia, Hua. Dai, dai, Tia. Butakel, Huanadimi. Hua, Hua. Nächstes Besprechen mit Raul. Alter Freund, wie immer, fünf Mann für eine Flasche. Butakel, Huanadimi. Zieh, zieh. Sie misst, Vater Def. Sie misst, Vater Def. Sklavenhandel ist verboten. Ein Piratenschiff. Was? Was ist? Lauf so schnell du kannst zum Stützpunkt. Wir brauchen Verstärkung. Warte. Der Oberst soll die Piraten von dort her angreifen. Zum Befehl, Gugi. Guillaume, du kommst mit mir. Wir müssen das Boot unbedingt haben. Ich selbst führe den Vorturm. Abmarsch sofort! Halt, der Wurm. Der ist richtig für uns. Was hast du vor? Frag nicht so viel. Ja. Hilf mir. Soldaten! Das müssen Leute von Benjowski sein! Zurück zum Schiff! Nicht auf das Boot schießen! Ah! Los! Fahr bloß abwärts! Na, tu, was ich dir sage! Los! Zurück in eure Dörfer. Mit dem Piratenboot konnten wir die Kranken flussaufwärts in die Berge schaffen. Dann hatte ich schweren Herzens von Anna Abschied genommen. Sie hatte mich überredet, sie mit dem Boot nach der Ile de France fahren zu lassen,
und dem Gouverneur ins Gewissen zu reden. Was hast du? Mit einer Nussschale über den Indischen Ozean. Das hätte ich niemals zulassen dürfen. Es ist richtig. Deine Frau wäre ja hier nur der Ansteckung ausgesetzt. Außerdem ist sie als Einzige imstande, den Herrn der Ile-de-France Nachschub abzufordern. Ich kann nur für uns alle hoffen, dass du recht behältst. Ah, Claude, geht's wieder besser? Erstaunlich. Bei den meisten Kranken ist das Fieber heruntergegangen. Wir sollten diesen Platz Gesundheitsebene nennen. Ein passender Name. Aber es wäre wichtig, weitere Hütten zu bauen. Die schlechte Witterung kommt. Ja. Was hast du? Wo bleibt der Nachschub an Menschen, Verpflegung und Arzneimittel, der uns versprochen wurde? Bei meiner Abfahrt hatten wir 8 Tote und 16 an Gelbfieber Erkrankte. Mein Sohn ist auch gestorben. Unser aufrichtiges Beileid, verehrte Baronin. Mein herzliches Beileid, Baronin. Aber ich möchte dabei nicht unerwähnt lassen, dass Chevalier de Ternay Sie beide eindringlich vor den Gefahren Madagaskars gewarnt hat. Ein gewagtes Abenteuer. Zumindest muss man Ihren Mut bewundern. Darf ich Ihnen ein Glas Portwein anbieten? Nein, für mich bitte nicht. Aber es wäre mir recht, wenn Herr Gouvier zugreifen dürfte. Kommen Sie, Herr Gouvier. Exzellenz! Danke, Exzellenz! Was können wir für Ihren Gatten tun, Baronin? Mein Mann verlangt nicht mehr und nicht weniger als das, was ihm nach der Orde König Ludwig des 15. zustimmt. Ach, Sie wissen nicht? König Ludwig der 15. ist im Mai verstorben. Aber deswegen kann die königliche Order doch nicht außer Kraft sein. Selbstverständlich nicht. Der König ist tot, es lebe der König. Aber es ist ungewiss, wie sein Nachfolger über die kolonialen Unternehmungen denkt. Mit Ludwig dem 16. soll der Geist der Sparsamkeit am französischen Hofe Einzug gehalten haben. Auch unser Stützpunkt auf der Ile-de-France ist in Frage gestellt. Sie verstehen, was das bedeutet. Soll das heißen, dass Sie kein Schiff nach Madagaskar schicken wollen? Es geht hier nicht darum, ob wir wollen, sondern ob wir können. Wenn nicht innerhalb von 2 Wochen Hilfe kommt. Die Menschen dort sind verloren. Zum Glück ist Herr Meillat in der Lage, Ihnen eine erfreuliche Mitteilung zu machen. Ja, ich habe eine Depesche vom Marineministerium bekommen. Ein schnelles Schiff von 250 Tonnen ist unterwegs nach Madagaskar. Die Sirene, mit Proviant, neu angeworbenen Freiwilligen und auch mit Handelswaren. An Bord befindet sich übrigens ein alter Freund Ihres Gatten, ein schwedischer Major. Windblatt? Ja, ich glaube, sein Name ist Windblatt. Eine Hoffnung, endlich. Man muss das sofort weitermelden nach Madagaskar. Zu unserem Bedauern haben wir kein Schiff zur Verfügung. Ich fahre selbst. Windblatt kommt. Ida, hast du gehört? Windblatt kommt. Windblatt. Ich will gleich mit Gouvier zum Stützpunkt Louisbourg zurück und ihn erwarten.
Ich fahre mit. Nein, du bist doch zu schwach. Was sagen Sie dazu, Herr Meder? Als Arzt muss ich dir die Fahrt verbieten, aber was kann man dir schon verbieten? Wer gesund ist, fertig machen zum Abmarsch. Panza Canareo ist sie. Panza Canareo ist sie. Panza Canareo ist sie. Zafkelini, Ramini Larisol ist sie. Ja, Sie halten ihn für Ihren Ampanzer-Kapitän. Für wen? Den Ampanzer-Kapitän. Das ist etwas Ähnliches wie ein König von Madagaskar. Eine der Frauen, die mit Susanna nach der Ile de France verschleppt wurde, war die Tochter des Ramini Larisson, des letzten Ampanzer-Kapitän. Dieser Ramini Larisson ist vor 50 Jahren Meuchelmördern zum Opfer gefallen. Damit war der Titel erloschen. Susanna glaubt fest daran, dass die Tochter des Ramini Larisson Benioskis Mutter war. Aber das ist doch Unsinn. Gewiss, aber sie bleibt bei ihrer Überzeugung. Susanna, hör auf! Moritz! Moritz, du darfst auf ihre Verrücktheit nicht eingehen. Ich glaube nicht, dass wir noch viele Möglichkeiten haben, uns ihr zu entziehen. Dann nützen wir die letzte Chance, die wir wirklich haben. Schiffen wir uns auf der Sirene ein. Flüchten? Nein, niemals. Du hast doch deinen guten Willen bewiesen. Es ist keine Schande, wenn du aufgibst. Ich kann doch hier nicht alles im Stich lassen. Jetzt rede ich. Wir haben unseren Sohn verloren. 22 Tote. Ja, reicht denn das nicht? Wie viele Leute willst du denn noch opfern? Du hast recht. Fahr mit der Sirene zurück. Offizieren, 6 Unteroffizieren und 160 Mann angetreten. Danke Ihnen, Dupont. Was ist das? Ein drehbares Geschütz. Es kann sofort in alle Richtungen eingesetzt werden. Wer hat das gebaut? Ich, Herr Oberst. Wenn Sie eine Woche später gekommen wären, Oberst, hätten Sie in das erste feste Haus einziehen können. Am 1. Juni 1775 kam der Stammeshäuptling Raoul in unseren Stützpunkt. Er berichtete, dass es bei seinem Nachbarstamm, den Sihanaka, einen Aufruhr gegeben habe und fürchtete nun, dass dieser Aufruhr auf seinen eigenen Stamm, die Sambariven, übergreifen würde. Man hätte ihnen große Warenlager versprochen. Aber seit mehr als einem Jahr habe man kein Schiff an der Ostküste Madagaskars gesichtet. Sie fühlten sich betrogen. Sagen Sie dem Häuptling, dass in wenigen Tagen ein französisches Regierungsschiff hier eintrifft. Die Sirene. Renk Dumali, Nisan Franzai. Was will er? Er sagt, dass das Schiff gesunken ist. Sirene? Sirene. Nein. Tafang Niavuan Nivasa Tag As. Weiße Männer über Berge gekettet. Tragen Uniform wie ihr. Leutnant Dupont, stellen Sie einen Stoßtrupp zusammen. Bouvier. Sie übernehmen das Boot. Alarm! Antreten! Wasser! Wasser!
Wo? Wir haben es geschafft, Major. Wir haben es tatsächlich geschafft. Da! Herr Gott, wir haben es geschafft. Da ist die Küste. Da drüben muss der Stützpunkt liegen. Major Windblatt. Major! Er kann nicht mehr weiter. Wir müssen rasten. Wasser! Wasser! Bring das Seil mit! Den Bergen. Liegt das Haupt auf der Sianaka. Da müssen sie sein. Aber warten wir dann noch. Wasser, gib mir zu trinken. Ruhig. Wasser.
Wasser! Du greifst durch das Dorf an, sobald wir schießen. Ich ziehe sie auf. Los, vorwärts! Bibabur! Alle laufen! Sie! Vier dir! Wasser! Wasser! Jetzt laufen, Major! Beeilt euch! Windblatt! Windblatt! Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Bitte. Danke. Hast du die Feuer längs der Küste gesehen? Ja. Das sind die Zeichen zum Angriff. Wo werde ich eingesetzt? Du übernimmst die linke Flanke. Leutnant Dupont die rechte. Aber kein Schuss fällt ohne mein Kommando. Wie immer. Danke, Gouvier. Aber bitte fahre zurück zur Gesundheitsebene. Hole Meder und alles, was laufen kann. Wir brauchen jeden Mann. Verstanden? Was? Schon wieder kämpfen? Haben Sie nicht gehört? Wir brauchen jeden Mann. Nein. Ich habe die Nase voll. Warum soll ich mich als Kanonenfutter missbrauchen lassen? Um dem König die leeren Kassen zu füllen? Oh. Nehmen Sie Ihr Gewehr. Es wird nicht mal lange dauern, dann gehorchen die Offiziere und Soldaten und nicht umgekehrt. Nehmen Sie Ihr Gewehr. Ah! Moreau! Moreau, kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Hört zu. Es wird einen Kampf auf Leben und Tod geben. Herr, wir haben erkannt, dass du das Wohl unseres Volkes im Sinn hast, auch wenn du nicht unsere Hautfarbe trägst. Mein Blut spricht für euch. Deshalb möchte ich euch die Freiheit schenken. Dir, Susanna, und dir, Corby. Und all denen, die von den Franzosen zu Sklaven gemacht wurden. Aber wir wollen bei dir bleiben, Herr. Es wäre eine Schande, dich reden im Stich zu lassen. Nein, das geht nicht. Ich möchte nicht, dass ihr zwischen die Kämpfenden geratet. Meder! Herr, ich danke dir. Ramin Ilarison. Ihr seid frei. Ramin Ilarison. Ich danke euch. Ich danke euch für eure Treue. Ramin Ilarison. Ramin Ilarison. Nicht schießen!
schießen! Nicht schießen! Moritz! Tot! Corby. Corby und Susanna. Minuten wimmelte es hier noch von Eingeborenen. Jetzt haben sich alle zurückgezogen. Es hat gewirkt. Was meinen Sie, Herr Oberst? Es war nur sein Gedanke. Die Oberhäupter der Madagassen bitten mich, dir das Geheimnis deiner Geburt und deine Rechte über dieses unermessliche Land zu entdecken. Sie sind entschlossen, dich als ihren Panzerkapitän anzuerkennen, wenn du dich aus französischen Diensten lossagst. Zum Zeichen, dass du ihre Unterwerfung annimmst, sollst du nicht die Fahne mit den Lilien, sondern eine blaue wehen lassen. Bedenke, wenn du dich für den König von Frankreich entscheidest, wird der Kampf im Morgengrauen beginnen. Sage den Häuptlingen, dass ich dem König von Frankreich einen Eid geschworen habe. Ich brauche Zeit, um mich mit meinen Kameraden zu beraten. Bis wann? Bis morgen früh. Betrachten Sie uns nicht länger als französische Untertanen, Oberst. Wir fühlen uns als Soldaten, die alleine Ihnen unterstellt sind. Hier, sehen Sie. Oberst, Sie werden keinen finden, der anderer Meinung ist als Leutnant Dupont. Anna, was meinst du? Soll ich mich von meinem Eid lossagen? Erkennt den Ampanzerkabé und erwerft euch ihn. Hört seine Stimme. Ich kenne Ampanzerkabé, meine Rai Seila San, meine Juas. Befolgt die Gesetze, die er geben wird, und ihr werdet glücklich sein. Rauni Lalana Isayumen, Ausambat Yanareu. Ich war mir meiner guten Absichten bewusst. Und so entschloss ich mich, so rasch wie möglich eine neue Regierungsform auf Madagaskar einzurichten und dann in Frankreich beim König Bericht zu erstatten. Ich kannte die Gefahr recht gut, die ich dabei lief, denn die Herren der Ile-de-France würden nichts unversucht lassen, mich zu verleumden. Aber ich war diesen Schritt meiner Ehre schuldig.
Ich wollte mein Vermögen und mein ganzes Ansehen aufwenden, um Madagaskar Freunde zu verschaffen. Hier enden die Aufzeichnungen von Moritz August Wieniawski. 10 Jahre später, am 23. Mai 1786, fiel er im Kampf gegen französische Kolonialtruppen.